befürchte jetzt schon, ich habe mir wieder eine zu kleine Schüssel geholt, aber die anderen sind gerade alle in Benutzung. So, für die Mandelhörnchen habe ich jetzt hier Marzipan. Das ist jetzt heute selbst gemacht und mein selbstgemachtes Rezept findet ihr auch unten verlinkt. Da gibt es auch alle Infos dazu im Blogbeitrag von den Mandelhörnchen. Und weil das ein bisschen weicher ist, habe ich das jetzt nicht wie im Blogbeitrag angegeben gerieben, sondern einfach nur so ein bisschen zerdrückt, weil es wird sowieso gleich alles vermengt. Dementsprechend ist das egal. Genau, ihr könnt aber natürlich auch gekauftes Marzipan verwenden, wenn ihr es vertragt. Und dann habe ich hier als trockene Zutaten Xylitzucker, gemahlene Mandeln, Reismehl, Speisestärke, Backpulver und ich glaube, das war's. Und das werde ich jetzt hier vermengen. Ach so, und hier habe ich dann noch ungesüßte Mandelmilch, ein bisschen Vanille und optional dann auch noch ein Mandelsirup-Aroma. Also das könnt ihr einfach optional auch weglassen, wenn ihr das möchtet, je nachdem, wie intensiv ihr das auch einfach haben möchtet. Genau, und das vermenge ich jetzt. Ich glaube, ich muss doch noch eine größere Schüssel suchen. So, ich habe eine größere gefunden. Ich habe jetzt die trockenen Zutaten hier drin. Dazu kommt jetzt das Marzipan und auch die Mandelmilch. Und dann wird das Ganze vermengt, bis sich eine Teigkugel formen lässt. Ich hatte jetzt plus minus 80 Milliliter Mandelmilch. Und jetzt seht ihr auch schon, dass eine klebrige Masse entstanden ist, die sich jetzt auch zu einer Kugel zusammenformen lässt. Das heißt, die Masse ist im Prinzip auch schon fertig. Ich knete jetzt trotzdem noch mal gerade gründlich durch, damit sich das Marzipan auch gleichmäßig verteilt. Und dann ist auch schon die Masse bereit, um zu formschen. Genau, zu Hörnchen geformt zu werden. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Reismehl auf das Backpapier gegeben. Und hier steht auch noch ein bisschen Wasser, um die Hände zu befeuchten. Dann geht das Formen ein bisschen besser. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie groß ihr die Mandelhörnchen haben wollt. Dementsprechend nehmt ihr euch dann einfach ein bisschen was vom Teig ab. Und wenn die Finger ein bisschen feucht sind, dann bleibt eben auch so nichts kleben und formt das Hörnchen, so wie ihr es haben wollt. Ist wie beim ersten Pfannkuchen. Mit dem ersten bin ich immer nicht zufrieden. Mehr oder weniger gleichmäßig geformt sehen meine Hörnchen jetzt so aus. Ich bepinsel die jetzt noch mit ein bisschen pflanzlicher Milch, dann bekommen die eine schöne Backfarbe und die Mandelplättchen halten auch gut an der Oberfläche. Dann streue ich noch die Mandelplättchen drauf und dann sind sie schon bereit für den Ofen. Bei dem habe ich mir ja besonders viel Mühe gegeben, beim Formen nicht. Naja, Hauptsache sie schmecken. So wandern die Mandelhörnchen jetzt in den Ofen. Also der ist wirklich besonders schrecklich geworden. Naja. So sehen die Mandelhörnchen frisch aus dem Ofen aus. Sie kommen auf jeden Fall noch ein bisschen weicher aus dem Ofen, deshalb sollten sie vollständig abkühlen. Und wenn das geschehen ist, kriegen sie noch die Schokoecken. So sieht das aus, wenn ich dann schon probiere. Aber jetzt kann ich hier die Enden noch ein bisschen mit Schokolade verzieren. Und das könnt ihr da jetzt machen, wie ihr lustig seid. Also entweder ihr tunkt das wirklich einfach so rein oder ihr nehmt einen Pinsel zur Hand, ganz wie ihr möchtet, und dann einfach ein bisschen abtropfen lassen und zurück aufs Backpapier legen, bis die Schokolade dann
fest wird oder gegebenenfalls, wenn ihr den Platz habt, es so in den Kühlschrank legen. Oder ihr müsst auch nicht die Ecken damit verzieren, sondern ihr könnt auch einfach nur so drüber trisseln, ganz wie ihr wollt. Mehr oder weniger ordentlich. So sieht das dann bei mir halt auch mal aus. Manchmal habe ich keine Lust, mir da so viel Mühe zu geben. Sind die jetzt verziert und so lasse ich die Schokolade jetzt noch trocknen und fest werden.